Herzlich willkommen zurück zu Raiders, einer neuen Folge. Ja, wie ihr seht, dieses Mal ohne Facecam. Ja, ich hatte letztens erst einen kleinen Unfall im Garten. Ich habe da so Hecken, die ich geschnitten habe. Und meine Stimme auch voll am Abkacken. Ja, moin. Ja, habe ich die Hecken geschnitten. Und ja, währenddessen, wo ich die auf den Hänger aufgeladen habe zum Wegbringen, habe ich auf dem Hänger ein bisschen rumgeturnt, habe die Äste ein bisschen platt gedrückt, damit ein bisschen mehr reinpasst. Und währenddessen, ja, bin ich mit meinem Kopf runter und dann stand da so ein einzelner kleiner Ast raus. Und jo, den Ast habe ich mir mega geil ins Auge gerammt. Ich glaube, ich hatte schon ewig nicht mehr solche Schmerzen wie da. Und ja, ich sag, wenn Halloween wäre, würde ich mich jetzt zeigen. Aber ich habe ein bisschen rotes Auge und das sieht echt gerade alles andere als cool aus. Und da habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich mich jetzt nicht vor die Kamera begebe. Aber ich denke, für die nächsten 2-3 Folgen wird es noch so sein. Wobei jetzt eben die Aufnahmesession und bei der nächsten sollte ich wieder Facecam anmachen. Außer ihr sagt persönlich so, ihr findet es besser ohne Facecam. Ihr könnt mir da gern mal in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich besser findet. Also ich bin eigentlich ein Freund von Facecam. Aus dem Grund, weil ich einfach finde, dass ein Let's Play dadurch und die Interaktion mit dem Chat einfach persönlicher wirkt. Und deswegen habe ich das bisher immer so geführt, dass Facecam enthalten ist. Aber wie gesagt, ihr könnt mir da trotzdem gerne mal Feedback geben. Ob ihr findet, yo, zeig dich nicht. Oder ihr gleich seht, das gleiche genauso empfindet wie ich. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Ja, und sonst, wir sind jetzt immer noch in Marcot Village. Ich denke, für euch ist der Umsprung von Folge zu Folge jetzt nicht so krass wie bei mir, weil meine letzte Aufnahmesession liegt jetzt knapp 2 Wochen zurück und ja, jetzt muss ich mich kurz erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen, aber ich denke, da sind wir relativ schnell wieder drin. Ich habe jetzt so diese Woche, also in der Woche, wo ihr jetzt das Video noch sehen könnt oder solltet, oder sind falsch ausgedrückt, in der Woche, wo ich das Video hochlade, so meine ich. Ich glaube, ich habe mir wohl den Aschen nicht nur ins Auge, sondern gleich ins Hirn gerammt. Gut, nee, in der gleichen Woche wie da, wo ich jetzt aufnehme, wie gesagt, liegt es 2 Wochen zurück, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, beziehungsweise knapp 2 Wochen. Und ja, was ich nur noch weiß, dass ich ja hier oben mit den Quests stehen geblieben bin. Ich kann ja gerade mal schauen, wir haben hier nämlich noch so eine Nebenquest. Gut, ich weiß schon gar nicht mehr. Doch, da war doch Questlog. Das war eine wiederholbare. Wir lassen sie jetzt mal noch da, weil ich denke, dass wir die Viecher vielleicht nebenher so oder so noch besiegen werden. Oder vielleicht sogar müssen. Dann haben wir hier noch ein Stück von dem guten Shunak, wo wir sammeln müssen. Das ist der gute Drache. Und vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, wir haben, wo wir auf Mount Eda gestanden sind, beim guten Hermit, den Drache gesehen. Gut, der lag da jetzt vielleicht ein bisschen weiter irgendwie hier draußen, aber auf jeden Fall ist es genau der Drache. Da müssen wir jetzt so eine Probe nehmen. Und nochmal sogar irgendwas wir brauchen. Ein Kobold Run Piece. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass wir das bekommen, wenn wir auf den draufballern. Weil wir haben ja. Ja, da ist es. Perfekt. Diese Aufgabe habe ich damals so ewig gebraucht. Ich glaube, da muss man auf eine bestimmte Stelle schlagen, meine ich. Bis ich da mal drauf gekommen bin. Gut, wahrscheinlich steht es sowieso irgendwo
hier in der Questbeschreibung drin. Aber habe ich wahrscheinlich sogar gerade die falsche Quest gezeigt. Ich weiß gar nicht. Nee, müsste sogar. Ja, war die hier. Gut, aber wie gesagt, damals, da habe ich irgendwie, weil ich die Quest-Section nicht gelesen habe. Genauso wie heute. Manchmal lernt man einfach nicht aus seinen Fehlern. Ewig gebraucht bei dieser Aufgabe. Aber mein Wissen ist noch da. Übrigens, ich habe jetzt schon in den Kommentaren gelesen, dass sich der eine oder andere mal das Spiel schon überlegt hat, zu runterladen, beziehungsweise selber zu zocken, weil ihr oder der eine oder andere das echt cool findet. Ich denke, dass viele sogar, wo das Video sehen, schon mal selber Raiders gezockt haben. Aber der eine oder andere ist auch schon drauf aufmerksam geworden. Und das finde ich übrigens echt mega cool, weil damit erreiche ich, was ich eigentlich erreichen möchte. Und ich glaube, das hier steht neben Quest. Jupp, daran machen wir jetzt nichts. Und mein Ziel ist eben, wie gesagt, ich will einfach die Popularität von MMOs einfach wieder ein bisschen anheben. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass MMOs in der letzten Zeit, oder was heißt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren halt ziemlich, ja, weniger beliebt halt geworden sind. Was ich halt echt sehr, sehr schade finde. Weil, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich selbst zock, ja, einfach mega, mega gerne MMOs. Und ich denke, der ein oder andere, wo hier zuschaut, auf jeden Fall auch. Weil sonst würde man sich vielleicht die Videos auch nicht angucken. Also, was ich nochmal sagen will, ich denke, dass die meisten auf jeden Fall Bezug zu MMOs haben, wenn sie so ein Let's Play angucken. Und das finde ich einfach echt mega cool, dass das Feedback bisher auch echt so positiv ist, was ich so bekomme. Klar, hier der ein oder andere Dislike mal, mein Gott, das wird mich auf jeden Fall jetzt nicht daran hindert, hier weiterzumachen. Ist mir auch relativ egal, also Bewertung. Es freut einen immer natürlich, wenn man sieht, boah, man hat ein paar Daumen nach oben. Es ist dann schon so ein bisschen so, wenn man Dislike mal hat, hat es dem wirklich nicht gefallen. Ist einfach nur ein Anführungszeichen, nenne ich es mal Hater. Keine Ahnung, aber wie gesagt, mir ist sowas eigentlich relativ Latte. Aber ich habe mich sowieso viel mehr darauf spezialisiert, einfach, sobald Kommentare kommen, darauf antworten mit den Leuten. Selbst wenn es auch negatives Feedback mal wäre, was ich bisher aber noch nie hatte, außer in Form von Dislike. freut es mich einfach immer, wenn man einfach in den Kommentaren miteinander agieren kann. Und ihr könnt auch jederzeit gerne, wenn ihr mal irgendwas habt, eine Frage oder so, gerne in die Kommentare oder sogar, wenn ihr Bock habt und es habt, auf Discord mir schreiben. Der Link zu Discord, also zu meinem Account, habe ich in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf, ich glaube, mehr Anzeigen klickt, dann müsste, beziehungsweise ich müsste, da steht dann relativ weit unten mein Name von Discord. Also wie gesagt, scheut euch nicht davor. Wenn ihr Bock habt, mal auf einen kurzen Talk, Fragen habt oder wie auch immer, ja, sendet mir eine Freundschaftsanfrage und wir können dann gern mal eine Runde schnacken. Also auch gerne mal in einem Gespräch oder so. Ich bin da echt offen für alles. Aber nicht böse nehmen, wenn ich mal sage, yo, ich habe keine Zeit. Ich habe natürlich privat auch relativ viel zu tun, gerade vor allem, ich habe einen Hund daheim, beziehungsweise zwei Hunde, der von meiner Freundin natürlich auch noch. Die beide wollen natürlich auch immer wieder mal Beschäftigung und dann natürlich arbeite ich Vollzeit und muss natürlich noch die ganzen Videos aufnehmen, schneiden. Jetzt sind wir gestorben. Okay, aber ich glaube, wir haben hier irgendwo ja noch so eine Rolle. Yep, passt. Ich weiß gar nicht mal, ob wir die überhaupt jetzt noch brauchen. Egal, wir besiegen die mal kurz noch einfach. Und wie gesagt, es bleibt dann halt oft immer relativ wenig Zeit, dass ich dann noch eine Runde quatschen kann. Und hier und da habe ich manchmal auch so einen Tag, das kennt ihr bestimmt, wo ihr einfach dann denkt, boah, heute will ich einfach nur meine Ruhe. Weiß nicht, mal einen schlechten Tag oder was weiß ich, einfach
das Wetter ist scheiße und ihr sagt einfach, ich habe heute gar keinen Bock auf irgendjemand. Ich denke, das kennt der eine oder andere auf jeden Fall. Und so habe natürlich ich auch mal so Tage, was im Normalfall relativ selten vorkommt, aber ja, nicht ausschließbar ist. So, wir müssen jetzt nochmal nach oben zu diesem Shunak. Müssen noch einmal einen Flügel von dem angreifen. Wahrscheinlich mehrmals, beziehungsweise die Quest sagt einfach weiter hier oben. Glaube ich mal. Was müsste von der Seite hier sein? Oder nee? Gut, das sind im Prinzip keine Flügel. Aber hier wird es jetzt angezeigt. Gehen wir mal hier kurz einfach ein bisschen drauf. Aber hier scheint es wirklich keine Wirkung zu zeigen. Probieren wir es nochmal von vorne. Da funktioniert es auch nicht. Da muss es wahrscheinlich wirklich von hier sein. Weil hier steht ja auch, dass das sein Flügel ist. Genau, da haben wir es. Perfekt. Wir haben irgend so einen Debuff drauf. We'll have to find another way. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und ich denke, den werden wir auch noch finden. Wir brauchen außerdem noch rote Saphire. Ach, das waren diese pinken. Okay. Und Kobinub finden. Kobinub müsste vielleicht vorne dann stehen. Schauen wir gleich mal nach. Gut, hier kriegen wir jetzt erstmal nichts Neues. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal die andere Aufgabe abschließen, damit wir wieder was Neues bekommen. Ich glaube, jetzt bin ich schon zu weit gelaufen. Gibt es hier diesen Kobinob? Nee. Ah, okay, von dem hier bekommen wir wohl diese Kristalle, Saphire. Wird wahrscheinlich der hier der letzte sein. Perfekt, die haben wir. Und Kobinob müsste wohl außerhalb sein. Gut, dann schauen wir kurz mal nach, wo wir dahin müssen. Da drüben gibt es irgend so ein Tor. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für irgendwas nützlich war. Keine Ahnung. Ich erinnere mich an das Tor auf jeden Fall nur noch, dass es da ist, aber nicht mehr, ob man damit irgendwas anfangen konnte. Keine Ahnung. Genau, jetzt müssen wir hier einmal nach oben. Jetzt sind wir wieder in Mount Eda übrigens. Wir sind ja vorhin hier rein, in den Second Floor und sind jetzt hier unten im First Floor einmal rausgekommen. Mal nur einmal kurz aufpassen, nicht, dass die uns hier... Die machen gerade echt gut Schaden. Ich glaube, man merkt es, dass wir immer noch die Katakombenrüstung anhaben. Wir sollten uns da dementsprechend mal um eine neue kümmern. Aber die wird in der nächsten Zone vorkommen, und zwar hier in Riode. Da werde ich dann das nächste komplette Set farmen. Bis dahin soll es eigentlich noch irgendwie ausreichen. Wie gesagt, man merkt zwar schon, dass wir echt gut auf die Schnauze bekommen. Aber bis dahin können wir es jetzt auch noch durchbeißen. Genauso wie mit der Waffe. Also da müsste dann wieder eine Aufgabe kommen, wo wir dann einen fetten Boss-Mob haben. Und den farmen wir natürlich dann gediegen ab. Ja, Kobino haben wir auch. Der will jetzt einen Special Hammer. Und den kriegen wir ein Stück weiter vorne wieder. In der Nähe vom Eingang. Ich glaube, dass den sogar so ein Mob getroppt hat. Haben wir eigentlich noch irgendwie so eine Aufgabe mit den Marken? Nee, da sind wir fertig. Tokens waren es, nicht Marken. Entschuldigung. Also ich glaube, das war sogar der hier. Lauter Karte müsste auf jeden Fall passen. Ups, da ist noch einmal ein Fire Mage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob in dem Spiel... Also ich kenne es von vielen MMOs, dass zum Beispiel Krieger empfindlicher sind gegen... Oder allgemein nicht Krieger, sondern Nahkämpfer empfindlicher gegen Magier sind. Also so eine Art Schwäche, weil die eine geringere Magieverteidigung haben. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nie so ausprobiert, ob das in dem Spiel auch so ist, aber ich vermute es mal ja.
Ich meine, wir haben ja auch eine höhere Defense gegenüber physischen Angriffen. So werden Magier wahrscheinlich dann auch wieder eine höhere Verteidigung gegen magische Angriffe haben. Was natürlich auch Sinn ergibt. Perfekt, dann sind wir hier jetzt auch schon wieder durch. Feuerst. Jetzt müssen wir einmal wieder nach Markot Village rein. Und da dürften wir an sich auch nicht mehr allzu viel haben. Das heißt, Riode steht auf jeden Fall bald wieder an. Vom Level sind wir eigentlich auch echt super dabei. Wir sind Level 26. Die Zone ist von 24 bis 26. Da brauchen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass wir irgendwie was nachleveln müssen, dass wir für die Hauptstory zu niedrig wären. Gut, dann geben wir jetzt die Aufgabe einmal noch ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein. Ciao.